Hallo, liebe Frau Wartberg und liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich hatte eben das große Glück, an diesem Online-Kurs teilzunehmen und bei all diesen wertvollen Informationen und Tipps und Hinweisen hat mich eben besonders das Thema Musik und Bewegung angesprochen, welche positiven Entwicklungen mit Musik und Bewegung so angestoßen werden können, habe ich mal versucht, hier in so einem kleinen Bild zusammenzufassen. Da ist einmal, dass wir natürlich das Repertoire kennenlernen. Wir hören die Lieder ja, während wir uns aktiv dazu bewegen und verinnerlichen die Stücke auf diese Weise. Dann haben wir auch ein systematisches Rhythmustraining. Das bedeutet, dadurch, dass wir uns mit unserem Körper eben zu der Musik bewegen, entwickeln wir ein Tempogefühl. Wir entwickeln auch ein Gefühl für ein stabiles Tempo. Außerdem üben wir auch grobmotorische Bewegungen, wie zum Beispiel, wenn wir die Bogenstriche auf dem Arm üben oder in der Luft oder auf der Schulter und sowas. Die Kinder bauen auch eine innere Verbindung zur Musik auf. Denn durch dieses Bewegen und Hören wird ja auch die Seele des Kindes angesprochen und es lernt die Stücke auch zu lieben und das hilft natürlich dann später auch für das eigene Spiel. Auch der Charakter der Stücke wird natürlich fühlbar gemacht und teilweise auch durch die Körperbewegung dann schon in gewisser Weise dargestellt. Außerdem haben die Kinder ein sehr gutes Klangerlebnis. Also sie hören zum Beispiel auf der Aufnahme oder wenn jemand dann live dazu spielt, hören sie natürlich den vorbildlichen Geigenklang und werden auch davon schon unterbewusst natürlich beeinflusst. Auch entwickelt sich die Konzentration in sehr guter Weise, denn oftmals ist es ja auch gar nicht so einfach, diese vielen verschiedenen Bewegungen mit dem ganzen Körper zu koordinieren. Wir können Musik und Bewegung auch nutzen, um neue Techniken einzuführen, vorzubereiten und auch zu sichern. Außerdem können wir auch ein Gefühl für musikalische Bewegungen und Linien entwickeln, wenn wir zum Beispiel auch Dynamik mit dem Körper zeigen, wenn wir uns zum Beispiel im Piano klein machen und im Forte groß machen, so können wir die Musik auch schon die Bewegung der Musik verstehen lernen. Und ich möchte euch heute vor allem ermutigen, auf diesem Gebiet auch immer wieder weiter zu forschen und sehr aktiv diesen Bereich in euren Unterricht mit einzubeziehen. Und zwar nicht nur im Pre-Twinkle-Bereich und im Bereich von Heft 1, sondern auch in allen anderen höheren Heften ist das sehr wichtig, auch diese Musik und Bewegung mit einzubeziehen.